Allô, oui? Quelle Katastrophe? Die Katastrophe hat er kommen sehen. Als seine Frau Suzanne die Nachricht erhält, versteckt er sich. Die Katastrophe ist der Literaturnobelpreis 1969. Beckett akzeptiert. Zur Verleihung kommt er nicht. Erfolg oder Misserfolg in der Öffentlichkeit haben mir nie viel bedeutet. Tatsächlich fühle ich mich im Letzteren weit eher zu Hause. Ich habe seinen belebenden Hauch mein ganzes Schriftstellerleben lang geatmet. Bis auf die letzten paar Jahre. Glücklich sind jene Autoren, von denen man nicht einmal weiß, ob sie wirklich gelebt haben. Gebären rittlings über dem Grabe. Der Tag erglänzt einen Augenblick. Und dann von neuem die Nacht. Lass voran! Du sahst das Licht der Welt und schriest am Abend des Tages, an dem Christus in der Dunkelheit um die neunte Stunde schrie und starb. Samuel Barclay Beckett wird am 13. April 1906, einem Karfreitag, in Fox Rock bei Dublin geboren. Vielleicht, sicher ist das nicht. Auf der Geburtsurkunde steht 13. Mai. Vermutlich hat sein Vater William versehentlich das falsche Datum eintragen lassen. Die Mutter Mary jedenfalls feiert ihren Sam immer am 13. April. Kuldrinath. Hier wachsen Samuel und sein älterer Bruder Frank auf. Die Becketts haben Geld. Man kann wohl sagen, dass ich eine glückliche Kindheit verlebt habe, obwohl ich zum Glücklichsein nicht sehr begabt war. Meine Eltern haben all das getan, wodurch man eine Kindheit glücklich machen kann. Aber ich habe mich oft recht allein gefühlt. Die Mutter ist strenge Protestantin. Kirchgang ist heilige Pflicht. Ich habe keinerlei religiöse Empfindungen. Einmal hatte ich eine religiöse Aufwallung bei meinem ersten Abendmahl, aber danach nichts mehr. Unsere Familie lebte protestantisch, aber für mich war das nur langweilig. Ich habe mich davon losgesagt. Sam geht lieber mit dem Vater wandern. Der will mit den Vögeln auf den Bergen zur Kirche gehen. Die Ausflüge mit Vater William werden für Sam ein Leben lang schönste Kindheitserinnerungen sein. Nicht mehr hinaus, um über die Meander der schmalen, sich schlängelnden Landwege und die dazwischenliegenden, bald von Schafherden belebten, bald verlassenen Weiden zu gehen. Viele Jahre lang mit dem Schatten deines Vaters in seinen alten Wanderklamotten neben dir. Und viele Jahre allein. Gehen, aber nicht reden. Wenn man mit ihm spazieren ging in der Stadt und so weiter, hat man das Gefühl, er redete da nicht gerne. Er tat alles ganz nicht. Ich war mit ihm manchmal in der Giraffe hier vorne. Die liebte er. Und da sind wir dann auch, ich habe ihn dann begleitet oft und dann sind wir stumm nebeneinander hermarschiert. Man konnte ja gar keinen Smalltalk mit ihm machen. Nicht? Man schwieg und trotzdem war das ungeheuer. The private Beckett was concerned. Beckett hat immer Anteil genommen. Er gab dir das Gefühl, dass du Mittelpunkt der Welt bist. Of the world, that he was interested in you. Be-
Becketts Familie gehört zur protestantischen Minderheit in Irland. Religiös und geistig mit England verbunden, bilden die Protestanten die ökonomische Oberschicht. Den Kampf der katholischen Mehrheit um Unabhängigkeit ignorieren sie, so gut es geht. Wahrscheinlich hat das Kind Sam trotzdem den Bürgerkrieg mitbekommen. Geschrieben hat er darüber nie, jedenfalls nicht direkt. Sam wird, wie es sich für wohlhabenden protestantischen Nachwuchs gehört, auf Privatschulen geschickt. Mit 14 kommt er auf die Portora Royal School im nordirischen Enniskillen. Schon Oscar Wilde war ein Absolvent dieses Internats. Ehrenhaftigkeit, Treue und Redlichkeit sollen die Schüler hier lernen. Man kann ja noch in Fox Rock und Dublin spazieren gehen und kann alle Ecken entdecken, über die Becket geschrieben hat. Und er hat da auch in ganz einfachen Sachen, Company zum Beispiel, einem Prosatext, ganz einfache Geschichten wiedergegeben. Wie er zum Schwimmen war in der irischen See und es gibt da den sogenannten 40 Foot, einen hohen Felsen, 40 Fuß, das sind ungefähr 13 Meter und ein Junge wird von seinem Vater gedrängt, darunter zu springen. Unten sieht er das Gesicht des Vaters, der auf dem Rücken springt und hochguckt und sagt, komm, spring, spring, spring und so weiter. Das sind alles Versatzstücke aus eigenen Erfahrungen. Im Oktober 1923 schreibt sich Samuel Beckett am berühmten Trinity College in Dublin ein. Er studiert Romanistik und moderne Literatur. Sein Examen wird er in Französisch und Italienisch machen. Dantes göttliche Komödie verschlingt er. Beckett ist ein glänzender Student. Er bekommt Auszeichnungen und Preise. Das Geld seiner Eltern, sein Vater ist selbstständiger Baukalkulator, ermöglicht ihm Studienreisen nach Frankreich und nach Florenz. Sams zweite Leidenschaft, der Sport. Besonders die irischen Nationalsportarten Cricket und Rugby. Obwohl er schon damals schlecht sieht und auch körperlich nicht der Stärkste ist, spielt Beckett in den Auswahlmannschaften des Trinity College. Mit einem Sportwagen, einem Geschenk seines Vaters, pendelt Beckett zwischen der heilen Welt seines Elternhauses und dem College. Aber in Dublin wird er auch mit der traurigen irischen Realität konfrontiert. Armut und soziales Elend kennt er bislang nur aus Büchern. Beckets Weltbild stürzt zusammen. Warum müssen anständige Menschen so viel leiden? Schmerz und Leid. Er konnte dem einfach keine höhere Moral abbringen. Viele seiner späteren Themen wurzeln in diesen Erfahrungen. Er war wie ein Seismograph in unserer Gesellschaft. Er hat alles aufgenommen an Erschütterungen, an Beben, an kleinsten Schwingungen, die in unserer Gesellschaft stattfanden und hat sie zurückgegeben. In seiner Dichtung, in seinem Werk. Er hatte eine sehr verletzliche Seite. Und er hatte letztlich auch eine sehr romantische Ader. Und das wollte er auch nicht so zeigen. Er hasste alles, was Lamoyanz war. Davon war im Gespräch immer wieder die Rede. Er wehrte sich dagegen, aber es war sicher der rücksichtsvollste und mitleidsvollste Mensch, den ich kannte. Am 1. November 1928 zieht Samuel Beckett nach Paris. Die Stadt wird mit Unterbrechungen mehr als 60 Jahre so etwas wie eine Heimat. Das Trinity College hat ihn als Austauschlektor an die École Normale Supérieure geschickt. 2 Jahre wird er an dieser Eliteschule Englisch unterrichten. Beckett verdient zum ersten Mal eigenes Geld. Nicht viel, aber es ist ein komfortables Auskommen. Seine Wäsche wird gewaschen. Er kann sich die Zeit frei einteilen.
wohnt in der Schule. Mit seinen wenigen Schülern trifft sich der Langschläfer meist erst am Nachmittag. Und abends stürzt er sich ins literarische Leben von Paris. Die Buchhandlung Shakespeare & Company ist eines der intellektuellen Zentren. Die Verlegerin Sylvia Beach und ihre Freundin, die Buchhändlerin Adrienne Monnier, versammeln einen großen Kreis von Künstlern um sich. Adrienne Monnier notiert: In den Jahren 1929 und 1930 sahen Sylvia Beach und ich Samuel Beckett häufig. Wir waren verblüfft von seiner Ähnlichkeit mit dem jungen Joyce, von dem Sylvia Fotografien besaß. Er sprach nur wenig und wehrte alle Annäherungsversuche ab. Samuel Beckett ist fasziniert von der Begegnung mit James Joyce. Er versucht, ihn sogar äußerlich zu imitieren. Und Joyce lässt sich herab. Er diskutiert mit Beckett über Literatur. Sam wird Teil des Joyce'schen Hofstaats. Er hilft bei Recherchen, macht Übersetzungen und liest dem schwer Sehbehinderten vor. Der egomane Joyce hätte, so seine Frau Nora, selbst Gott für seine Zwecke eingespannt, wäre der vom Himmel herabgestiegen. Keine große Konversation fand zwischen uns statt. Ich war ein junger Mann, ihm sehr ergeben, und er mochte mich. Ich war sehr geschmeichelt, als er den Mister wegließ. Alle waren für ihn Mister. Keine Taufnamen, keine Vornamen gab es für ihn. Was einem Freundesnamen noch am nächsten kam, war das Weglassen des Mister. Ich war nie Sam für ihn. Ich war immer höchstens Beckett. Ich bin von seinem Werk nicht beeinflusst worden, wie man vielfach behauptet hat. Ich kann nur sagen, dass Joyce einen moralischen Einfluss auf mich hatte. Er brachte mir bei, was künstlerische Integrität ist. Beckett early on decided that he was going to be perhaps a man of letters, but then the encounter. Beckett entschied sich schon früh dafür, vom Schreiben zu leben. Auch wegen der Begegnung mit dem unvergleichlichen James Joyce, der alle Menschen für sein Werk einspannte. Alles, was Joyce erlebte, was er las, fand sich wieder in seinem Werk. Davon war Beckett sehr beeinflusst. Aber er merkte auch, dass er seinen eigenen Weg gehen muss. But of course he realized he had to go on a different path to James Joyce, that he had to separate himself. Dann liest der 24-jährige Proust und alles ändert sich. Beckett ist vor allem von der Proust'schen Weise des Erinnerns begeistert. Die beruht gerade nicht auf Abbildung. Proust holt seine Erinnerungen aus dem Unbewussten und macht daraus auf dem Papier eine ganz eigene, neue Welt. Das wird von nun an Beckets schöpferisches Prinzip sein. Er distanziert sich von der zeilenschinderischen Vulgarität einer Literatur der Beschreibung, die nur realistische Kunst hervorbringt. Ich habe einen Verrückten gekannt, der glaubte, das Ende der Welt wäre gekommen. Er malte Bilder. Ich hatte ihn gern. Ich besuchte ihn manchmal in der Anstalt. Ich nahm ihn an der Hand und zog ihn ans Fenster. Sieh doch mal da, die aufgehende Saat. Und da, sieh, die Segel der Sardinenboote, all diese Herrlichkeit. Er riss seine Hand los und kehrte wieder in seine Ecke zurück, erschüttert. Er hatte nur Asche gesehen. Er allein war verschont geblieben. Vergessen? Anscheinend war der Fall gar keine Seltenheit. Ein Verrückter? Wann war das? Oh, es liegt weit, weit zurück. Du warst noch gar nicht auf der Welt. Die goldene Zeit. Ich hatte ihn gern. Er malte Bilder. Geld kam von den Blauäugigen daheim. Und er gab es aus für Konzerte, Kino, Cocktails, Theater, Aperitifs. Beckett versucht, einen Roman zu schreiben. Traum von mehr bis minder schönen Frauen. Er wird Fragment bleiben. Der Held heißt Belacqua, wie der, der in Dantes göttlicher Komödie am Eingang zum Fegefeuer kauert. Beckett auf Prousts Spuren.
Belacqua sieht nur mit dem inneren Auge. Die wirkliche Gegenwart war bloß lästig, denn die ließ der Imagination keine Chance. Ohne so weit zu gehen wie Stendhal, der sagte, dass die beste Musik diejenige sei, die nach ein paar Takten unhörbar werde, verkünden und verfrachten wir steif und fest, dass der Gegenstand, der vor unseren Augen unsichtbar wird, sozusagen der prächtigste und beste ist. Ganz vergröbert ist es einmal der Dualismus zwischen Körper und Geist, ganz stark in Warten auf Godot. Das geht philosophisch auf Descartes zurück. Dann das Thema der scheiternden Ratio angesichts der Welt, wie sie sich uns zeigt. Also, dass wir mit der Ratio die Welt nicht begreifen können, dass wir Ordnung predigen, aber uns Chaos umgibt. Also damit zurechtzukommen in der Welt und damit im eigenen Kopf zurechtzukommen. Im Herbst 1930 kehrt Samuel Beckett als Lektor für Französisch ans Trinity College zurück. Die Stelle ist eigens für ihn eingerichtet worden. Die Hochschule setzt große Erwartungen in seine akademische Zukunft. Doch Beckett hält es nicht lange an der Universität. Zu viel hat er gesehen, um sich hinter ihren Mauern auf ein Gelehrtenleben einzulassen. Nach seinem Paris-Aufenthalt weiß er eines ganz genau: Er will nur noch Schriftsteller sein. Seine Kündigung schreibt er angeblich auf Toilettenpapier. Ich brachte es nicht fertig, mich auf etwas einzulassen, das für mich nicht zu machen war. Die Lehrtätigkeit gefiel mir nicht. Ich konnte mich an die Arbeit nicht gewöhnen. And they told me that his method was to move towards the window, look out. Sie erzählten mir, dass es seine Art war, zum Fenster zu treten, hinauszusehen, lange zu schweigen, dann sich vom Fenster abzuwenden, um den versammelten Studenten einen perfekten Satz vorzutragen. Und dann wieder, ähnlich wie in seinen Stücken, Pause. Er trat wieder ans Fenster und kam zurück mit einem anderen Satz. Das ist sicher sehr übertrieben. Aber seine Vorlesungen wurden, so wie sie waren, spontan entwickelt. Er polierte seine Sätze und ordnete seine Gedanken unmittelbar während der Vorlesung. Und das mit außerordentlich guten Ergebnissen. Organized his thought at the very moment that he was lecturing with extraordinarily good results. Aus einer Studentenzeitschrift über den Dozenten Beckett. Ich wünschte, er erklärte seine Erklärungen. Die irische Nationalgalerie in Dublin ist für Samuel Beckett ein magischer Ort. Der Maler Jack B. Yeats, ein Bruder des Literaturnobelpreisträgers William Butler Yeats, wird einer der wenigen engen Freunde. Seine Gemälde waren wunderbar. Er sagte oft, er sei Einflüssen völlig unzugänglich. Ich glaube, er hielt sich für den einzigen Maler. Er sagte, alle Malerei müsste etwas von der Würze des Lebens in sich haben. Kunst, so meint Yeats, muss sich von allem Gängigen befreien. Das wird auch für Beckets Literatur gelten. Am 26. Juni 1933 stirbt William Beckett an einem Herzinfarkt. Für Sam ist der Tod des Vaters ein Schock. Immer hat dieser Freigeist seinen Sohn bestärkt und unterstützt. Beckets Mutter macht aus dem Elternhaus ein dunkles Mausoleum. Ma! Till in the end, the day came, and the end came,
close of a long day when she said to herself, whom else? Time she stopped. Time she stopped. Going to and fro. All eyes, all sides, high and low. For another, another like herself. Samuel Beckett flieht ins Dachgeschoss des väterlichen Bürohauses und richtet sich dort ein bescheidenes Quartier ein. Aus Angst, ich könnte durch ein Pfeifen im Haus oder das Aufstoßen eines Ladens die desperate Geistesverfassung meiner Mutter ruinieren. Er beginnt mit der Arbeit an den Erzählungen More Bricks Than Kicks. Wieder steht der teilnahmslose Belacqua im Mittelpunkt. Seine Augen sind ein Fenster, durch das man in die Welt blicken kann. Aber auch hinein in das Schädelinnere, in die Welt des Geistes. Belacquas Motto, sitzend und ruhend wird die Seele weiser, wird für viele spätere Beckett-Figuren gelten. Die Erfahrung meines Lesers soll zwischen den Formulierungen liegen. Im Schweigen, mitgeteilt von den Intervallen, nicht den Ausdrücken der Aussage. Seine Erfahrung soll die Drohung, das Geheimnis, die Erinnerung einer unaussprechlichen Flugbahn sein. More Bricks Than Kicks ist eine Provokation und für jeden Englischsprachigen ein Schock. To kick against bricks könnte ganz biblisch wieder den Stachellöken bedeuten. Doch umgangssprachlich heißt Prick auch Penis. Und Kick meint nicht nur Fußtritt, sondern auch freudige Erregung. Als das Buch erscheint, wird es verboten. Beckett hat genug. Der Tod des Vaters tut ein Übriges. Er verlässt Irland. Von Irland wollte er weg. Und auch ziemlich früh, in frühen 60er Jahren, als er auf Irland zu sprechen kam, sagte er mir, da werde er nie mehr zurückgehen. Er wolle nie mehr nach Irland zurückgehen. Vielleicht auch, weil diese Trennung sich doch auch mit einer Art Bitterkeit vermischte, auch ein gewisses tiefes Heimweh. In einem winzigen Zimmer in London beginnt er die Arbeit an seinem ersten großen Roman. Er erhält eine kleine Leibrente aus dem Erbe seines Vaters. Mehr Geld hat er nicht. Seine Mutter macht ihm Vorwürfe wegen seiner kümmerlichen Existenz. Sie möchte, dass er daheim mit dem Bruder die Firma des Vaters weiterführt. Die Engländer lassen ihn spüren, dass er ein Außenseiter ist. Die wissen immer, dass man ein Ire ist. Der Portier im Hotel, er schlägt einen anderen Ton an. Der Taxifahrer sagt, noch ein Sixpence, Pat. Sie nennen einen Pat. Samuel Beckett hat schon immer ein großes Interesse an Geisteskrankheiten. Eine Freundin, Lucia Joyce, die Tochter von James Joyce, leidet schwer an Schizophrenie. Damals in Dublin ist er auf dem Weg in die Innenstadt immer an der Psychiatrie House of St. John and God vorbeigekommen. Er macht eine Psychoanalyse, versucht seine Schwermut zu bekämpfen. Später wird er diese Erfahrung für seine Geschichten ausbeuten. Jedenfalls kamen in mir höchst sonderbare Erinnerungen an das Dasein im Mutterschoß. Intrauterine Erinnerungen. Ich erinnere mein Gefühl, in der Falle zu sitzen. Ausweglos eingesperrt zu sein, mein Schreien herausgelassen zu werden. Aber keiner konnte mich hören. Keiner hörte zu. In dem Roman, den Beckett Anfang der 30er Jahre schreibt, hört der teilnahmslose Held auf den irischen Allerweltsnamen Murphy. Er hat sich selbst an einen Schaukelstuhl gefesselt. Er will sich ganz darauf konzentrieren, die Erleuchtung zu finden. Seine Geliebte, eine Hure, hat dafür kein Verständnis. Statt des Nirvana soll er Arbeit suchen.
Murphy flieht in eine Nervenheilanstalt. Die Befreiung findet er erst, als er sich durch eine Gasexplosion selbst ins Jenseits befördert. Murphy ist der realistischste und humorvollste Roman Becketts. Und die Sprache ist noch erzählerisch, obwohl die Handlung immer wieder unter der Last der Details zusammenbricht. Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, auf das Nichts des Neuen. Murphy saß, als ob es ihm freistünde, im Schatten. Hier hatte er wohl schon 6 Monate gesessen, getrunken, geschlafen, sich an- und ausgezogen, in einem mittelgroßen Käfig mit Front nach Nordwesten und ununterbrochener Sicht auf mittelgroße Käfige mit Front nach Südosten. Er saß nackt in seinem Schaukelstuhl, aus rohem, garantiert unzerbrechlichem Teakholz, der nachts nicht knarrte und gegen Würmer und Witterungsschäden gefeit war. Er gehörte ihm, er verließ ihn nie. Die Ecke, in der er saß, war durch einen Vorhang gegen die Sonne abgeschirmt. Die arme, alte Sonne. Der Roman erscheint erst 1938, nach 42 Absagen. 17 Exemplare verkauft, davon 11 zum Großhandelspreis, an öffentlichen Leihbüchereien, in Übersee, werde bekannt. Schleppte mich ein- oder zweimal hinaus, ehe der Sommer erfror. Saß schaudernd im Park, in Träumen ertrunken und brannte darauf zu enden. Im Oktober 1936 kommt Becket für ein halbes Jahr nach Deutschland. Hamburg ist seine erste Station. Seiner Mutter hat er weisgemacht, er brauche diese Studienreise, um eine Anstellung an der irischen Nationalgalerie zu bekommen. Dem 30-Jährigen geht es nicht gut in jenen Tagen. Er weiß nicht, wie es mit ihm weitergehen soll. Nach Spanien will er gehen, auch nach Südafrika. Bei Sergei Eisenstein fragt er um ein Praktikum an. Das Hauptinteresse war die Kunst, zweifellos, nicht? Und er hat in jeder Stadt zuerst die Museen besucht. Und hier zum Beispiel in Berlin war er 43 Tage und war an 23 Tagen in einem Museum. Aber was wird in Deutschland anderes sein, 6 Monate lang, als bloß herumlaufen? Grässlich, diese ständige Schlappheit und Melancholie. Die deutsche Sprache hat er auch, also als Autodidakt, muss man sagen, im Selbststudium sich angeeignet. Und zwar mit einer Intensität und einer mit einem Interesse und wirklich einer Regelmäßigkeit, dass er richtig Übungen machte im Deutschen, obwohl man sagen muss oder man eigentlich staunt, wenn man denkt, dass er, bevor er hierher reiste, bevor er nach Deutschland reiste, 36, schon Grillparzer und Hebbel und natürlich Goethe und Schiller gelesen hatte. How absurd this trouble, to learn to be silent in another language. Sogar das Zuhören ist anstrengend und zu sprechen ausgeschlossen. Immer wieder schaut sich Becket die Bilder von Caspar David Friedrich an. Er ist fasziniert von der Darstellung des kleinen Menschen inmitten einer übermächtigen Natur. So hat er sich in den Wicklow Mountains gefühlt. Becket, der heimliche Romantiker. Seine Lieblingskomponisten sind Beethoven und Schubert. In der Hamburger Kunsthalle lässt er sich aber auch Bilder zeigen, die bereits abgehängt sind, die sogenannte entartete Kunst. Wander it round bei Binnenalster, Lombardsbrücke, Adolf-Hitler-Platz, Wons Rathausmarkt. 150 vor Graupensuppe, Nierenragout, Cheese and Beer. Ich weiß ungefähr, was ich tue. Was ich bin, weiß ich gar nicht. Sehr wohl registriert Becket den Faschismus in Deutschland.
Über Lautsprecher hörte Hitler und Goebbels. Diese Berliner Schreihälse, ulkt er, seien wohl einem Schlaganfall nahe. Alle Klo-Wärter sagen Heil Hitler. Before the war, he had a lot of experience in Nazi Germany. In 1936, vor dem Krieg machte er eine Menge Erfahrungen im Nazi-Deutschland. Er war ja 36 da. In seinen Tagebüchern finden sich viele Stellen, die zeigen, dass er gegen die Nazis war. Später ging er in die Resistance, weil er, wie er mir sagte, nicht einfach zusehen konnte und nichts tun. Man musste etwas tun. Das kam durch seine Erfahrungen und dem, was die Nazis seinen Freunden angetan hatten. Einige waren Juden, einige nicht. Es ist keine Frage. Beckett war ein kompletter Antirassist. Nach seiner Deutschlandreise lockt Paris. Beckett logiert in billigen Hotels oder möblierten Zimmern, trifft die Bekannten um Joyce wieder, besucht die Buchläden und Kneipen auf dem Boulevard Montparnasse. Sein Dasein als Bohemian finanziert er sich mit Übersetzungsarbeiten und Zeitungsartikeln. Und er begegnet einer Frau, die Kunst so sammelt wie Männer, Peggy Guggenheim. Sie nennt ihn Oblomov, nach dem phlegmatischen Helden aus Iwan Goncharows Roman. Und dann war ich über ein Jahr lang von einem seltsamen Menschen besessen. Samuel Beckett. Er betrachtete das Leben aus der fatalistischen Perspektive. Offenbar glaubte er, dass er ohnehin nichts ändern könnte. Er war ein frustrierter Schriftsteller, ein reiner Intellektueller. Dreikönigstag, 1938. Ein Zuhälter greift Beckett an und verletzt ihn schwer. Das Messer perforiert die Lunge und verfehlt das Herz nur um Haaresbreite. James Joyce sorgt dafür, dass er die beste Behandlung bekommt. Im Krankenhaus bekommt Beckett Besuch von einer flüchtigen Bekannten, der Pianistin Suzanne Desjevaux de Mesnil. Da ist auch eine Französin, die ich gerne mag, leidenschaftslos, und die sehr gut zu mir ist. Das Blatt wird nicht überreizt. Während wir beide wissen, dass es zu Ende gehen wird, kann man nie wissen, wie lange es dauern mag. Es dauerte, bis der Tod sie schied. Geht zu Ende? Naja, nicht zu ändern. Wie lautet noch die wundervolle Zeile? O flüchtige Freuden, o immer ehrende Weh. Zieh dir deine Unterhosen an, mein Lieber, bevor du dich versenkst. Nein? Ah, du hast immer noch was von dem Zeug. Reib's gut ein, mein Lieber. Nun den anderen. Ach, das wird wieder ein glücklicher Tag werden. Suzanne hilft Beckett auch bei der Suche nach einer Wohnung. Schon bald zieht sie zu ihm. Heiraten werden sie aber erst 1960. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, ist Beckett zu Besuch bei seiner Mutter. Ich kehrte sofort nach Frankreich zurück. Frankreich im Krieg war mir lieber als Irland im Frieden. Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft. Nach der Besetzung Frankreichs tritt Beckett der Resistance bei.
Er wird Sekretär und Briefkasten einer Gruppe, die Informationen über Truppenbewegungen der Nazis sammelt. Diese Informationen werden an die englische Luftwaffe weitergeleitet. Nach dem Krieg wird Beckett das Pfadfinderkram nennen. Ich kämpfte gegen die Deutschen, weil sie meinen Freunden das Leben zur Hölle machten. Aber nicht für Frankreich. 1942 wird die Gruppe denunziert. Beckets Wohnung von der Gestapo durchsucht. Er flieht mit Suzanne nach Südfrankreich. In einem kleinen Haus in Roussillon, 50 Kilometer von Avignon entfernt, finden sie Unterschlupf. Den Ort besetzen die Nazis nicht. Roussillon ist zu unzugänglich für Großfahrzeuge. So sind die Flüchtlinge hier relativ sicher. Samuel Beckett arbeitet als Landarbeiter, erntet Kartoffeln, hilft im Wald und im Weinberg. Suzanne gibt Musikunterricht. Die Zeit im erzwungenen Exil wird ihnen lang, auch wenn sie engen Kontakt zu den Dorfbewohnern haben. Nun ja, was mich angeht, er hat mich nicht so sehr beeindruckt. Ich habe ihn ja dreimal die Woche gesehen. Immer wenn er kam, holte er Wein und nahm seine drei Flaschen. Außerdem hat er meiner Mutter ein wenig geholfen, wenn es etwas zu tun gab. Es gab immer etwas zu tun. Mein Vater war ja Kriegsgefangener in Deutschland. Als Bezahlung haben wir ihm von unseren Eiern gegeben oder ein Huhn. Ein Kaninchen. Das war ein Festschmaus für ihn. Während draußen die Welt im Chaos des Zweiten Weltkriegs versinkt, sitzt Beckett im Café von Roussillon und schreibt einen neuen Roman. What? What versteht die Welt nicht mehr und versucht verzweifelt, sich zu orientieren. Materiell und körperlich geht es ihm elend, doch das ist ihm egal. Seine Gedanken drehen sich im Kreis und die Sprache vollzieht diese Suchbewegungen nach. Mehr Handlung gibt es nicht. Da ist eine große Sandalp, 100 Meter hoch. Da rutschen die Körnchen in winzigen Päckchen von 2 bis 3 Millionen, alle auf einmal. Millionen kleiner Dinge, die sich alle auf einmal von ihrem alten Platz fort zu einem neuen in der Nähe bewegten. Heimlich, als ob es verboten wäre. Und ich bezweifle kaum, dass ich der einzige lebende Mensch war, der es bemerkte. Daraus zu schließen, dass es ein innerer Vorgang war, wäre meines Erachtens gewagt. Denn nein, wie soll ich sagen, mein persönliches System war zu jener Zeit, von der ich spreche, so ausgedehnt, dass es keineswegs leicht war, zwischen dem Drinnenliegenden und dem Draußenliegenden zu unterscheiden. Alles, was geschah, geschah drinnen. Und gleichzeitig geschah alles, was geschah draußen. Ich hoffe, das ist eindeutig. Innerhalb eines Satzes die Wörter, innerhalb der Wörter die Buchstaben und innerhalb einer Periode die einzelnen Satzeinheiten auftaucht, auf den Kopf stellt und vertauscht und damit im Grunde unendliche Möglichkeiten zu realisieren versucht. Wenn man denkt an die Geschichte der Familie Nott, die diesen Hund halten muss, damit das, was Herr Nott übrig lässt beim Essen, dass das jeden Tag ausgeleckt werden kann. Um das zu machen, braucht es nicht nur einen Hund, sondern einen Ersatzhund. Hinter diesem Ersatzhund wieder ein Ersatzhund. Im Grunde die ganze Menschheit, die ganze Tierwelt wird eingesetzt, um diese Speisereste aufzulecken. Und da sieht man in diesen Minimalia, was Beckett fasziniert. Im Grunde eine geradezu, ja, ein Taumel vor den Möglichkeiten. Irland, das während des Zweiten Weltkriegs neutral war, bietet Frankreich nach der Befreiung humanitäre Hilfe an. Das irische Rote Kreuz kümmert sich besonders um die zerstörte Stadt Saint-Lô. Beckett arbeitet als Dolmetscher und Lagerverwalter im Krankenhaus, so bekommt er eine neue Aufenthaltserlaubnis für Frankreich. An der Ostpier des Fährhafens von Dunleary hat Samuel Beckett so etwas wie eine Erleuchtung. Er wird es eine Offenbarung nennen.
Ich begann wieder zu schreiben, auf Französisch. Ich hatte einfach Lust dazu. Es war eine andere Erfahrung, als Englisch zu schreiben. Es war für mich anregender, Französisch zu schreiben. He didn't want to be a victim to... Er wollte nicht der Sprache seiner Kindheit zum Opfer fallen oder der Sprache, die man so auf der Straße hört. Er war das Gegenteil von jemandem wie Sean O'Casey. Der hörte hier einen guten Satz und baute ihn in ein Stück oder dort eine andere gute Geschichte, genau wie Shakespeare. Beckett wollte frei sein von allen Einflüssen. Und eines ist klar, wenn man sagt, Beckett musste die Muttersprache flüchten, er musste natürlich den Übervater Joyce auch. Er musste vor dem Übervater Joyce flüchten. Anfang 1945 können Beckett und Suzanne in ihre alte Wohnung in Paris zurückkehren. Beckett, der auch in späteren Jahren immer wieder an langen Schreibblockaden leidet, entfesselt eine wahre Schreibmanie. Als hätte er all den angesammelten Ballast abgeworfen, entstehen in wenigen Jahren mehrere Kurzgeschichten, der Roman Mercier und Camier, das nie aufgeführte Theaterstück Eleutheria und die Romantrilogie Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose. Darin lässt Beckett seine Figuren erstmals aus der Ich-Perspektive erzählen. Wie schon Belacqua interessiert sie die Welt draußen nicht mehr. Der Namenlose ist nur noch eine Art Menschheits-Ich, das mit dem Reden und Denken nicht aufhören kann, obwohl ihm längst die Geschichten ausgegangen sind. Man muss weitermachen. Ich kann nicht weitermachen. Man muss weitermachen. Ich werde also weitermachen. Man muss Worte sagen, solange es welche gibt. Man muss sie sagen, bis sie mich finden. Bis sie mir sagen, seltsame Mühe, seltsame Sünde. Man muss weitermachen. Es ist vielleicht schon geschehen. Sie haben es mir vielleicht schon gesagt. Sie haben mich vielleicht bis an die Schwelle meiner Geschichte getragen, vor die Tür, die sich zu meiner Geschichte öffnet. Es würde mich wundern, wenn sie sich öffnete. Es wird ich sein. Es wird das Schweigen sein, da wo ich bin. Ich weiß nicht, ich werde es nie wissen. Im Schweigen weiß man nicht. Man muss weitermachen. Ich werde weitermachen. Beckett zeigt einfach, dass im Grunde nichts zu machen ist. Und der Surrealismus zeigt, dass es Bilder geben kann, vor denen wir stehen und die wir nicht erklären können, oder auch nicht fragen dürfen, was bedeutet das? Weil das Bild ja uns auch nicht fragt, was bedeutest du, der du das Bild anschaust. Und das sind einfach, glaube ich, die Kategorien, die wichtig sind und die dank Kafka, dank Kubismus von Picasso, dank Surrealismus, dank Beckett unser Jahrhundert und die Zeit bis heute irgendwie definieren. Samuel Beckett hat gespürt, dass er mit seinen Romanen an einem Endpunkt angelangt ist. Noch radikaler, noch reduzierter zu schreiben, ist ihm kaum möglich. Das Warten auf Kultur ist so umfassend. Für mich ist es das wesentlichste Stück, was in den letzten 50 oder 100 Jahren geschrieben wurde. Das ist heute ein Klassiker. Und das schließt die Komödie ein, wie auch die Tragödie. Kaum Bühne, kaum Handlung, karge Sprache. Was Samuel Beckett Anfang der 50er Jahre auf die Bühne bringt, ist Theater gegen alle Regeln. Man wartet auf Godot, zwei Akte lang. Doch Godot kommt nicht. Man wartet. Das Warten wird zum Selbstzweck, zum Lebensinhalt. Warten wir nicht alle, immer und immer wieder? Roger Blin bringt das Stück am 5. Januar 1953 zur Uraufführung. C'est quelque chose qui faut monter, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire qui faut monter. Dans mon propre théâtre, je ne pouvais pas, mes associés ne voulaient absolument pas. Ich war sicher, das muss man aufführen. Das ist etwas Außergewöhnliches. In meinem eigenen Theater konnte ich es auf gar keinen Fall. Also habe ich alle Pariser Theater abgeklappert und man hat mich ausgelacht.
Inzwischen war schon Molloy erschienen und Ende 1952 habe ich das Stück zum Théâtre de Babylon gebracht, das von Seurat geleitet wurde. Es war ein kleines, unbekanntes Theater mit einem couragierten Team. Seurat sagte, es geht uns nicht gut, aber wenn wir sterben müssen, dann in Schönheit. Du hast dich sicher getäuscht. Wie bitte? Du hast dich sicher getäuscht! Schrei nicht so! Hast du... Oh, Verzeihung. Sprich nur. Aber nein. Aber ja, ich bin dir ins Wort gefallen. Im Gegenteil. Bitte keine Förmlichkeiten. Sei doch nicht so stur. Sprich deinen Satz zu Ende, sage ich dir. Sprich du deinen zu Ende. Elender! Das ist es. Wir wollen uns beschimpfen. Da war ein Stück, da heißt es, niemand kommt, niemand geht, es geschieht nichts. Und dann sagt er hinterher, es ist wahr, dass die Bevölkerung zugenommen hat. Dann habe ich ihn gefragt, ja, also, was ist davon zu halten? Wie meinst du das? Es geschieht nichts, keiner kommt, keiner geht, es geschieht nichts. Es ist wahr, dass die Bevölkerung zugenommen hat. Ja, da sagte, das ist ein Punkt, von dem man noch nicht weiß, ob der die Welt verändern wird. Sie haben befriedigt geglaubt, da müsse Metaphysik verborgen sein. Warten auf Godot könne nicht heißen, warten auf jemanden, der Godot heißt, sondern Godot müsse noch etwas mehr sein als nur Godot. Und da boten sich herrliche Spekulationen an. Und sobald die Leute so weit waren, dass sie sagen konnten, ja, Godot, das ist natürlich eigentlich Gott, Beckett ist ein Gottsucher, da hatte die bürgerliche Gesellschaft, was sie fressen und akzeptieren konnte. Das Wort Godot ging bei uns in die Umgangssprache ein. Von jedem, dem man nichtstuend herumstehen sah, sagten die Leute, ah, er wartet auf Godot. Wir hatten keinen Kummer mit metaphysischen Fragen, wie in Deutschland, oder mit linguistischen Problemen, wie in Frankreich. Wir fragten uns natürlich, was das Stück bedeutete, aber wir brauchten keine Antwort. In wenigen Jahren wird das Stück zu einem Welterfolg. Es gibt unzählige Deutungsversuche. Eine Warnung vor der Atombombe. Zwei Felachen, die auf die Bodenreform warten. Die Frage nach Gott. Die Antwort des Autors ist karg wie sein Stück. Wenn ich es wüsste, würde ich es sagen. Der Naturalismus, die Idee vom Theater als Guckkasten, dem eine vierte Wand fehlt, war praktisch tot. Godot brachte die Metapher wieder ins Theater, das Vorstellungsvermögen, die Fantasie, das Abenteuer des Lebens. Das Publikum kann sich wieder etwas vorstellen. Die Zuschauer sagen den Schauspielern, wir glauben euch. Und die Schauspieler fragen die Zuschauer, glaubt ihr uns? Philosophisch ist Beckett für mich der humorvollste Pessimist, den man sich nur vorstellen kann. That's the idea. Let's abuse each other. Moron. Vermin. Abortion. Morbian. Surat. Curious. Cretin. Critic. Now let's make up. Gogo. Didi. Your hand. Take it. Come to my arms. Your arms. My breast. Off we go. Warten auf Godot ist Becketts Durchbruch. Da ist er 47. Mary Beckett, seine Mutter, die nie an den Schriftsteller Sam geglaubt hat, erlebt den Erfolg nicht mehr. Sie stirbt bereits 1950. Mit dem Geld, das ihm seine Mutter hinterlassen hat, baut sich Beckett unweit des Dorfes Ussy-sur-Marne ein Landhaus. Hierher zieht er sich von nun an zurück, um zu arbeiten. In Paris wird ihm der Rummel zu viel. Aber man wechselt den Dreckhaufen. Und wenn alle Dreckhaufen sich gleichen, was nicht stimmt, so macht das nichts. Es tut gut, den Dreckhaufen zu wechseln. Sich von Zeit zu einem anderen Dreckhaufen zu begeben. Der plötzliche Ruhm macht Beckett zu schaffen. Er fühlt sich bedrängt. In Ussy lässt er eine Mauer rund um das Grundstück bauen.
In dieser Enklave schreibt er Fin de Partie, Endspiel. Von den vier Figuren kann sich nur noch eine bewegen. Draußen wie drinnen kein Leben mehr. Wenn ich schlafen könnte, ich würde vielleicht lieben. In die Wälder gehen, sehen, den Himmel, die Erde, laufen, fliehen. Natur. Es tropft. Es tropft in meinem Kopf. Es ist ein Herz. Ein Herz in meinem Kopf. Hast du gehört? Ein Herz in seinem Kopf. Man soll nicht über sowas lachen, Nack. Warum lachst du immer darüber? Nicht so laut. Nichts ist komischer als das Unglück, zugegeben. Aber doch, es gibt nichts Komischeres auf der Welt. Und wir lachen darüber. Wir lachen darüber aus vollem Herzen. Im Anfang. Aber es ist immer dasselbe. Ja, es ist wie der gute Witz, der einem zu oft erzählt wird. Man findet ihn immer gut, aber man lacht nicht mehr darüber. Trotz des Erfolgs von Warten auf Godot will kein Theater in Paris Endspiel zeigen. Roger Blin bringt es im April 1957 in London am Royal Court Theatre heraus. Die Reaktionen sind gemischt. Und das Stück ruft die englischen Zensoren auf den Plan. Bis 1968 musste in England jedes Stück der Zensur vorgelegt werden. Vor allem die sogenannte Gebetsszene und Wörter wie Hoden und Ärsche erregen Anstoß. Beckett ändert einiges, besteht aber auf der Gebetsszene. Lasset uns zu Gott beten. Schon wieder? Meine Praline. Erst zu Gott beten. Seid ihr soweit? Meinetwegen. Und du? Vater unser, der du still für sich etwas Haltung. Also, los. I think Beckett looks at life absolutely unblinkingly. Beckett schaut das Leben ganz direkt an. Eines der Dinge, die ihm Furcht einflößen, vielleicht das wahre Herz seines Werks, ist der Tod. Die Unausweichlichkeit des Todes. Die Unerklärbarkeit des Todes. Wo gehen wir hin? Was machen wir? Was geschieht? Das Verrückte an seinen Romanen und Stücken, den kurzen wie den langen, ist, dass dieser direkte Blick auf Schmerz, Leid, Hoffnungslosigkeit, Pessimismus, Qual bei uns eine Läuterung bewirkt, die uns zum Lachen bringt und uns gut tut. Anguish. He actually achieves a purgation which makes you laugh and makes you feel good. Endspiel will bloßes Spiel sein, nichts weniger. Von Rätseln und Lösungen also kein Gedanke. Es gibt für solches ernstes Zeug Universitäten, Kirchen und so weiter. Endspiel ist auch Theater über Theater. Ich bin dran. Jetzt spiele ich. Altes Linnen. Endspiel ist noch radikaleres Antitheater als Godot. Die Figuren reden nicht, um etwas zu bewirken, sondern nur noch, um sich selbst zu spüren und um zu spielen. Damit ist Beckett der große Kontrahent von Bertolt Brecht, dem Dichter der Utopie, dem Dichter der Fortschrittshoffnung. Beckett does not have that kind of looking for Beckett hat keine politischen und philosophischen Lösungen wie Brecht. Brecht ist wahrscheinlich am besten, wenn er am wenigsten dogmatisch ist. Aber die beiden haben auch etwas gemeinsam. Bei Beckett gibt es den Verfremdungseffekt genauso wie bei Brecht. An alienation, a Verfremdung-Effekt in Beckett as well. Beckett dachte immer an das Publikum. Das heißt, er dachte daran, dass er dem Publikum keine Botschaft vermitteln wollte. Musik.
auch bei Beckett eine gewisse Irritation, als ihm von DDR-Seiten mal berichtet wurde, dass Brecht gerne Godot bearbeiten würde, und zwar Godot eine sozialistische Wendung zu geben. Ich war dabei, als Unseld diese Frage und diese Bitte Beckett vortrug. Und das war vielleicht das einzige Mal, da ich Beckett wirklich nicht nur beunruhigt und unglücklich, sondern auch irritiert sah im Sinne, was fällt ihm ein? Das kann er doch nicht mit mir machen. In seinem nächsten Stück, das letzte Band, spielt nur noch einer, Krapp. Ein erfolgloser Schriftsteller lauscht seinen Erinnerungen nach, die er auf Tonband aufgenommen hat. Mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles. Und bewegte uns, sagte, auf und nieder und von einer Seite zur anderen. Nach Mitternacht. Nie erlebte ich solche Stille. Die Erde könnte unbewohnt sein. Was Beckett mit seinen Romanen machte, macht er nun im Theater. Er reduziert. Vom Drama bleibt nur noch das Drama der Selbstbegegnung. Habe gerade ein altes Jahr abgehört, blindlings herausgegriffene Fetzen. Ich habe es nicht im Buch nachgeprüft, aber es muss mindestens 10 oder 12 Jahre her sein. Zu der Zeit muss ich noch dann und wann mit Bianca in der Kieler Street gelebt haben. Gut davongekommen, mein Gott nochmal, hoffnungslose Angelegenheit. Nicht viel über sie, nur eine Verherrlichung ihrer Augen. Ganz begeistert. Ihre Augen. Es ist nicht verwunderlich. Die BBC regt Samuel Beckett dazu an, ein Hörspiel zu schreiben. Alle, die da fallen, spielt auf dem Land, in der Nähe einer Pferderennbahn. Eine irische Scheinidylle. Beckett lauscht der Sprache nach, die er aus seiner Jugend kennt. Und es ist ein an Personen und Geräuschen ungewohnt reiches Stück. Es ist Sprachmusik. Von nun an wird er immer wieder Hörspiele schreiben. Goodness, das kann doch unnötig von der B-Zug sein, was ich da höre. Damn the mile. Oh, thank God for that. I could have sworn I heard it thundering up the track in the far distance. So, hin so, ist Winnie. Sie riechen die Maulesel. Naja, warum denn nicht? Sie können wohl nicht zufällig eine Karre Mist gebrauchen. I suppose it wouldn't be needed of a small load of dung. Dung? Mist? What class of dung? Stai dung. Stai dung. I like your frankness. Schweinemist. Schweinemist? Ihre Offenheit gefällt mir, Christi. Ich werde meinen armen Mann fragen. Christi. Yes, ma'am. Do you find anything bizarre about my way of speaking? Auf der Bühne werden Becketts Figuren immer unbeweglicher. Schon der Titel des Eifersuchtsdramas Spiel ist absurd. Sitzen doch die Figuren in Urnen gefangen. Wir waren nicht lange zusammen. Das Spiel der Namenlosen, M., F1 und F2 muss sich aufs Sprechen beschränken.
Ich sagte zu ihm, gib sie auf. Ich schwor bei allem, was mir heilig... Eines Morgens, als ich im Zimmer am offenen Fenster saß und nähte, platzte sie herein und fuhr mich an. Geben Sie ihn auf, schrie sie, er ist mein. Die Fotos von ihr waren schmeichelhaft. Als ich sie so zum ersten Mal in Fleisch und Blut sah, begriff ich, warum er mich ihr vorzog. Wir waren nicht lange zusammen, als sie Wind davon bekam. Gib die Hure auf, sagte sie, oder ich schneide mir die Kehle durch. Verzeihung. So wahr mir Gott helfe. Ich wusste, dass sie nichts beweisen konnte, also sagte ich zu ihr, ich wüsste nicht, wovon sie redete. Wovon reden Sie nur, sagte ich und nähte weiter, jemand, der Ihnen gehört, wen aufgeben, ich rieche sie ihm an, schrie sie, er stinkt nach Luder. Wir müssen einfach unsere Zimmer haben, wo wir uns wegschließen können, was gegenwärtig nicht möglich ist. Samuel Beckett und Suzanne ziehen um. Das Verhältnis ist zunehmend gespannt. Suzanne stört sich an Becketts Alkoholeskapaden und an seinen Affären. Die neue Wohnung erlaubt ihnen, ein voneinander unabhängiges Leben zu führen. Sie haben zwei Schlafzimmer und ein von zwei Seiten betretbares Atelier. Von dort blickt Beckett direkt auf das Pariser Stadtgefängnis, die Santé. Das Gefängnis der Santé lag direkt unter ihm und dann fingen da unten die Gefangenen an zu schreien und Beckett brachte mich ans Fenster und ich sah an, wie er darunter leidet. Es ist das Leiden, das wir später auf abstraktere Weise in so ungeheuren Texten finden wie in der Verweiser, wo ja auch ein Zellenbau gemacht ist und ein runder Zellenbau, in dem das stattfindet. Und das Runde ist noch ein Hinweis, dass das einfach unendlich ist, dass dieses nie aufhören wird, dass das die Conditio Humana ist. When people say to me, he must have been very miserable company, this silent. Wenn die Leute zu mir sagen, da hattest du ja einen sehr unglücklichen Begleiter, dieser stille, dunkle, düstere Mensch, ein Pessimist, dann sage ich, überhaupt nicht. Nein, nein. Nach unseren Begegnungen habe ich fast auf der Straße getanzt vor Freude. Ich kam in einen Zustand, den ich am liebsten mit einem deutschen Wort beschrieben hätte, glücklich. So voller Freude über einen schönen Abend. That you had had a lovely evening. Wenn ihn nicht die Melancholie plagt, flieht Beckett gerne von seinem Schreibtisch in Ussy und trifft sich in Paris mit Freunden. Mit Alberto Giacometti, mit dem Maler Henry Hayden und dem Schauspieler Jean Martin. Mit Marcel Duchamp spielt er Schach, stets Endspiele. Auch in den USA ist Beckett jetzt ein bekannter Mann. Alan Schneider, der schon Beckets Stücke in den USA inszenierte, will mit Beckett einen Film drehen. 1964, Alan Schneider inszeniert Beckets Drehbuch zu einem Stummfilm, der einfach Film genannt wird. Die Hauptrolle spielt Buster Keaton. Der Film heißt, gewinnt 1965 bei den Filmfestspielen in Venedig einen Preis. Die Hauptfigur O, wie Objekt, will unsichtbar werden, am liebsten vollkommen verschwinden. Er verhängt alle Spiegel und Fensterscheiben, er entfernt Haustiere, die ihn anschauen könnten. Beckett notiert in seinem Drehbuch: Wenn alle Wahrnehmung anderer, tierische, menschliche und göttliche, aufgehoben ist,
behält einen die Selbstwahrnehmung im Sein. Die Suche nach dem Nichtsein durch Flucht vor der Wahrnehmung anderer scheitert an der Unausbleiblichkeit der Selbstwahrnehmung. So muss auch Buster Keaton, alias O, das Objekt erkennen, dass er vor sich selbst nicht fliehen kann. Der Film spielt mit der Paradoxie, dass der Mensch, obwohl er sich selbst eigentlich gar nicht sehen kann, jedem Blick zu entrinnen vermag, nur nicht dem eigenen. Am Berliner Schillertheater arbeitet Beckett 1967 erstmals als Regisseur. In den kommenden Jahren wird er hier 7 seiner Stücke inszenieren. Die meisten Regisseure haben ja die Tendenz, allen etwas vorzuspielen. Sie sehen sich dann auch als Schauspieler und spielen einem die Rolle vor. Beckett nicht. Das Verhältnis zwischen Hemm und Kloof, da sagt er, das ist wie Asche, wo noch die Glut etwas drunter funkelt. Und die kann jederzeit aufflammen. Da kommen erst kleine Flämmchen und dann kommt plötzlich die ganze Flamme und eine Glut und die schreien sich an und fetzen sich an und dann sinkt das Feuer wieder in sich zusammen. Es ist wieder Ruhe, aber diese Glut bleibt, wo jederzeit wieder die Flämmchen hervorkommen können. Die Regisseure haben anscheinend keinen Sinn für die Form in der Bewegung. Für jene Form, die man zum Beispiel in der Musik und bei der Wiederkehr der Themen findet. Es gibt keine Zufälle im Endspiel. Alles ist auf Wiederholungen und Analogien aufgebaut. Es geht voran. Mein Brei. Verfluchter Erzeuger. Mein Brei. Ah, keine Haltung mehr, die Alten. Fressen, fressen. Sie denken nur ans Fressen. Sieh mal an, ich dachte, du wolltest mich verlassen. Oh, noch nicht. Noch nicht. Mein Brei. Gib ihm seinen Brei. Es gibt kein Brei mehr. Es gibt kein Brei mehr. Du wirst nie wieder Brei bekommen. Ich will meinen Brei. Gib ihm meinen Zwieback. Der Schauspieler Ernst Schröder ist tief beeindruckt von der Begegnung und notiert in seinen Erinnerungen: Dieser Schriftsteller mit dem Kopf eines Erzengels ist für mich nicht der Dramatiker, nicht der Philosoph und schon gar nicht der Regisseur, für den man ihn hält. Er ist Samuel, der erste Heilige des atheistischen Zeitalters. Mich hat fasziniert wirklich diese absolute Bescheidenheit auch, Zurückhaltung. Und es gab auch für ihn keinen Kastenunterschied. 1975 inszeniert Beckett Warten auf Godot. Es ist sein größter Theatererfolg und gilt bis heute als der Godot schlechthin. Es ist ein Spiel. Alles ist ein Spiel. Man muss das artifiziell ballettartig machen. Sonst wird alles nur Nachahmung, Nachahmung von Wirklichkeit. Es sollte klar und durchsichtig werden, nicht trocken. Es ist ein Spiel, um zu überleben. Man konnte ihn während der Proben beobachten, wo er ganz genau spürte, wenn die Schauspieler nur mechanisch drüber weggingen oder wenn sie einen wirklichen Dialog führten, ein wirkliches Gespräch führten und sei es noch so schnell, noch so heftig in einer Auseinandersetzung. Ich habe Beispiele erlebt, wo er wirklich da saß wie ein großes Kind, möchte ich fast sagen. Seine Augen glänzten und glühten und er war vollkommen fasziniert von dem, was die Schauspieler auf der Bühne machen.
Und andererseits in Anbetracht, dass im Anschluss an die unvollendeten Forschungen, aber greifen wir nicht vor, die unvollendeten Forschungen nichtsdestoweniger primiert von der Akademie der Anthropometrie in Burg am Berg von Testü und Connard festgestellt wurde, bei Ausschaltung aller Fehlerquellen bis auf die von menschlichen Berechnungen untrennbaren Irrtümern, dass im Anschluss an die unvollendeten Forschungen von Testü und Connard festgestellt wurde, was folgt, aber greifen wir nicht vor. Man weiß nicht, warum im Anschluss an die Arbeiten von Poisson und Batman es ebenso klar erscheint wie im Hinblick auf die Bemühungen von Fartow und Belcher. Unvollendet. Man weiß nicht, warum von Destu und Connard. Unvollendet wird deutlich, dass der Mensch im Gegensatz zu der entgegengesetzten Meinung, dass der Mensch in Burg von Testü und Connard, dass der Mensch in Kürze endlich trotz der Fortschritte der Ernährung und der Abschaffung des Stuhlgangs im Begriff ist, abzumagern. Er hat ja mal ganz kleine Schrift gehabt und ganz winzigen Zettel. Dann hat er da so gesagt, ja, könnten Sie vielleicht bei dieser Sache, ja, das nicht mit der Hand, sondern nur mit einem Finger machen oder sowas. Und dann denke ich, was will der denn? Und das stimmte dann wieder nicht. Er hatte also ein absolut optisches Bild. Sein Regiebuch ist ja auch fast wie ein Mathematikbuch. Mit einer sorgfältigen Handschrift, denn sonst war seine Schrift sehr schwer zu lesen. Der passionierte Klavierspieler und Musikliebhaber Beckett hat sich über ein Jahr auf die Regie vorbereitet. Sein Regiebuch gleicht einer Partitur. Mehr als der Inhalt interessiert ihn die Form, der Klang, der Rhythmus der Sprache. Ich will jetzt nicht eine Deutung versuchen, denn Beckett hat das auch nicht gemocht, wenn man also seine Stücke unbedingt schnell ausdeuten wollte. Er sagte, wir reden über Situation, wir zeigen ein Spiel und wir reden nicht über Philosophie. Und das Publikum soll in den Möglichkeiten seiner Assoziationen dazu keineswegs eingeengt werden. Ich habe das Theater und besonders Godot leid und satt. Tag um Tag diese Wörter hören zu müssen, ist zur Tortur geworden. Ich muss, das habe ich mir vorgenommen, mit diesem Theatermachen aufhören. Bei dieser Art von Zwangsarbeit kann ich an nichts anderes denken. Und das Ergebnis steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, den ich treibe. So ungeeignet bin ich als Regisseur. Beckets Regiearbeit ist auch eine Flucht vor dem Schreibtisch. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, Romane zu schreiben. Auf dem Theater habe ich noch etwas zu sagen, aber immer in derselben Richtung. Was ihn immer wieder bedrückte, und das bekamen auch mit, wenn er sagte, ich kann nichts mehr schreiben, ich bringe nichts mehr zu Wege, diese Vorstellung vom Scheitern, nicht mehr weiterzugehen, das war sicher der Punkt, der ihn persönlich auch am stärksten beschäftigte. Schon 1966 beginnt für Samuel Beckett, was er als eine Crazy Invention in Television bezeichnet. Für den Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart inszeniert er das Fernsehspiel A. Joe, das er ursprünglich für die BBC geschrieben hat. Da er nicht weiß, ob er das wirklich kann, verzichtet er auf jedes Honorar und natürlich keine Interviews.
Mit der Zeit wurde er immer misstrauischer gegenüber Worten. Die schienen ihm so abgegriffen. Und da konnte er im Fernsehen mit Musik, mit Geräuschen Wirkungen erzielen, die auch nur im Fernsehen möglich waren. Irgendjemand am Leben, der dich noch liebt, Joe. Irgendjemand am Leben, der dich noch bemitleidet. Die Schlampe, die am Samstag kommt, bezahlst du nicht. Fixe Preise pro Nummer und Nacht. Pass auf, dass du nicht zu kurz kommst. Je daran gedacht. Hey Joe, was wäre, wenn du zu kurz kämst? Keinen mehr von uns hättest. Keine Seele mehr zu beschwichtigen. Sitzt da in seinen stinkigen alten Klamotten und hört sich selber zu. Sein unendliches Wissen um Rhythmus, Bild und Text. Und das Kalkül, das dahinter steckt, die Genauigkeit, die dahinter steckt, diese Annäherung der Kamera in diesen 5 Zentimeter-Schritten ist etwas absolut Halluzinierendes und Neues gewesen. Und ich glaube, diese Rigorosität, diese Disziplin, die Beckett sich und den anderen abforderte, das wurde zum Modell für diese Zeit. Sitzt auf ihrer Bettkante in ihrem lila Unterrock. Du weißt welchen. Ah, sie kannte euch. Himmlische Mächte. Leises Plätschern der See durch das offene Fenster. Steht am Ende auf und schlüpft hinaus. So wie sie ist. Mond. Hollunder. Den Garten hinab. Unter den Viadukt. Sieht am Dang, dass die Flut kommt, geht weiter hinab an den Rand und legt sich mit dem Gesicht an die Brandung. Um's kurz zu machen, es klappt nicht. Das war die Zeit, als die ersten Videokünstler tätig wurden. Und Beckett machte ja mit Ejo im Grunde den revolutionärsten Videofilm. Es war ja ein Film, der ohne Schnitt gemacht werden muss. Die 29 oder 27 Minuten wurden ja ohne Schnitt gemacht. Und das erklärt auch, dass das eine Heidenarbeit war, eine sehr komplexe und komplizierte Sache, die alle immer wieder an den Rand des Nervenzusammenbruchs brachten. Aber der Erfolg war irgendwie so einleuchtend und grandios. Ich glaube, dieses Stück gehört nicht nur zur Filmgeschichte, zur Fernsehgeschichte, sondern ist auch innerhalb der bildenden Kunst ein Markstein. Versäumen Sie in Stuttgart nicht, sich die lange Neckarstraße anzusehen. Der Anreiz des Nichts ist dort nicht mehr das, was er einmal war, weil man eben den sehr starken Verdacht hat, längst mitten darin zu sein. Bis 1986 kommt Beckett noch oft nach Stuttgart. Er inszeniert 6 Fernsehspiele für den SDR. Sein Interesse an visuellen Umsetzungen und an musikalischen Strukturen wird immer größer. In Quadrat verzichtet er dann ganz auf Text. 4 Figuren hetzen im Quadrat. Das Zentrum meiden sie. Für Beckett ist es vermutlich eine Gefahrenzone. Dante und Vergil gehen in der Hölle auch immer nach links. Wieder die Gleichförmigkeit der Bewegungen, wieder die quälenden Wiederholungen. Beckett selber wollte hier zum ersten Mal die Farben Rot, Gelb, Blau
grün haben. Und ich sagte auch, in schwarz-weiß ist das eindrucksvoll. Und ein Freund von uns, der Dokumentarfilmer Roman Brotmann, der dabei war, sagte, dann sendet's doch erst in Farbe und dann in schwarz-weiß. Und da sagte Beckett, jawohl. Und dazwischen sind 100.000 Jahre Pause. Beckett schätzt am Fernsehen, dass hier, ähnlich wie beim Romanschreiben, das Ergebnis der Arbeit unveränderlich feststeht. Theaterinszenierungen verselbstständigen sich mit zunehmender Spieldauer. Er schreibt seine radikalsten Theaterstücke für das Medium Fernsehen um. Tiny little thing before his time in a godfor... What? Girl, yes, tiny little girl. Into this, out into this, before her time. Godforsaken hole called. No matter, parents unknown, unheard of. He having vanished, thin air, loosened a button of his breeches. She similarly, 8 months later, almost at the tick. So no love, spared that. No love such as normally vented on the speechless infant in the home. No, nor indeed for that matter, any of any kind. No love of any kind. Genau wie er war, und Künstler, der er war, um nicht zu sagen genial, wie er war, hat er dann auch gewusst, dass da Grenzen sind, die er akzeptieren muss. Also wo er künstlerisch dann nicht so weit kommt, wie er sich das vielleicht in seinem Kopf vorgestellt hat. Seine irische Heimat taucht immer wieder in den Prosa-Texten auf, die Beckett in seinen letzten Jahren schreibt. Insbesondere die Wicklow Mountains, die Erinnerungen an den Vater, die vielleicht nur eingebildete Ablehnung durch die Mutter. Texte am Rande des Verstummens. Kompositionen aus Klang und Rhythmus und aus unendlichen Wiederholungen. Wieder versuchen, wieder scheitern, wieder besser. Oder besser, schlimmer. Wieder schlimmer scheitern. Wieder noch schlimmer. Bis übel für immer. Übergeben für immer. Gehen für immer. Wo wieder noch für immer. Immer und alle Zeit. Am 17. Juli 1989 stirbt Suzanne. Beckett lebt da schon in einem Pflegeheim. Er leidet an Parkinson und Durchblutungsstörungen. Braucht fremde Hilfe. Am sozialen Leben im Heim nimmt er nicht teil. Sein Zimmer verlässt er nur selten. Allein wenn er sich unbeobachtet fühlt, spricht er seinen hinfälligen Mitbewohnern Trost zu. Am 22. Dezember 1989 stirbt Samuel Beckett gegen 1 Uhr mittags. Nein, ich bedauere nichts. Ich bedauere nur, geboren zu sein. Sterben ist eine so lange, mühselige Sache. Geboren am Karfreitag 1906? Am Abend des Tages, an dem Christus in der Dunkelheit um die 9. Stunde schrie und starb. Wird Samuel Beckett am 2. Weihnachtsfeiertag 1989 auf dem Friedhof Montparnasse in Paris beerdigt. Mmh.
dies wird ein glücklicher Tag gewesen sein. Nochmal, Willi, nochmal. Nochmal, Willi, bitte. Nein, du willst es nicht für mich tun? Lippen schweigen, es flüstern Geigen, hab mich lieb. All die Schritte sagen bitte, hab mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb.